Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von LA Noir. Und heute werden wir ein wenig im freien Spiel verbringen. Denn wir haben beim letzten Mal das Morddezernat durchgespielt. Und deswegen können wir jetzt hier wieder in der freien Fahrt uns so ein bisschen bewegen. Und das würde ich jetzt auch ganz gerne machen, denn wir haben noch einige Sachen nachzuholen. Und ja, das war die letzte Mission, die wir gemacht haben, der letzte Fall. Viertelmondmorde. Und da möchte ich gleich auch nochmal etwas drüber sprechen, aber starten wir erstmal ins freie Spiel rein. Muss mal gucken, ob ich die Musik anhabe, dann müsste ich die jetzt einmal kurz deaktivieren und dann, ja, machen wir es hier ganz gemütlich. So, also ganz entspannt machen wir das heute hier. Ich hatte ja schon mal eine Mission, eine Folge im freien Spiel. Das war noch zu Verkehrsdezernat-Zeiten. Und jetzt haben wir halt hier Rusty an unserer Seite. Und nicht mehr, wie hieß er? Stefan? Ich glaube, Stefan war das. Ja. KGPL to any unit. A citizen reports suspicious activity 111 South Alameda. Stand by for further for any central unit. Ja, da würde ich sagen, fahren wir da doch einfach mal hin, machen ein paar Straßenverbrechen. Wie viele Straßenverbrechen müssen wir eigentlich noch machen? Weil das ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir hier alle fertig machen. Ich weiß gar nicht, wie viele es hier gibt. Das wäre vielleicht mal wichtig zu wissen. Das kann ich aber gleich einmal kurz nachgucken. Ich glaube, es sind 12 oder 13, die es hier zu machen gibt. Das Gute im freien Spiel ist, wir müssen jetzt wieder nicht aufpassen auf unser Auto, auf die anderen Verkehrsteilnehmer, auf die Passanten. Es gibt ja kein 5-Sterne-Rating hier. Ich kann hier fahren wie die größte Wildsau. Dosenfisch. Das hatten wir, glaube ich, wirklich noch nicht. Ich muss mal so ein bisschen gucken. Es kann ja manchmal sein, dass sich die Straßenverbrechen wiederholen, aber das sollte klar gehen. LAPD, stop what you're doing. Ah, shit. Here we go again. Up for some of the rough stuff, are you? Warum muss ich denn jetzt boxen? Leave him be. Warum muss ich denn jetzt boxen, Junge? Finisher Move, what Junge. Is this, a square dance? Lay him out. Come on, Cole, what's taking so long? Ja, du machst doch nichts, Junge. Du hast den noch nicht K.O. gemacht. Ich habe jetzt 2 besiegt, du hast 0. Ha, natürlich muss es wieder eingeben. Der aus der Reihe tanzt. Es ist doch zum Kotzen. Aber das ist ein geiler Laster. Hey, den haben wir noch nicht gefahren. Rusty kommt aber jetzt nicht mit, oder? Ach, scheiß auf Rusty, ich muss da jetzt hinterher. Mach den bitte nicht kaputt, den Laster, bitte. Ich will den fahren. Genau nach so einem Laster habe ich gesucht. Das ist hundertprozentig ein Modell, was ich noch nicht habe. Kann er bitte jetzt mal anhalten? Was ist da vorne passiert? Yo! Ja, ist hier ganz entspannt heute. Ist der 16.09., ist ein Montag und ich nehme einfach in der Woche auf. Um 19:01 Uhr, also ganz gechillt. Ich hoffe mal, dass er gleich mal einfach anhält, weil das. Hoffentlich macht er den nicht Schrott, aber ich habe da so ein schlechtes Gefühl. Ich weiß halt echt nicht, ob ich den jetzt. Halten Sie die Karre an! Not a care in the world. Halt die scheiß Karre endlich an. Halt die. Okay, da wird gekämpft. Halt die Karre. Nein, mach sie. Nein, du machst es kaputt. Nein! Du dumme Sau, du! Na gut, okay, warte mal kurz. Geil, aber die Farbe unseres Anzugs passt ja perfekt zum Auto. Das ist ja richtig geil. Wehe, die Karre ist jetzt im Arsch, Mann. Show me your hands! Oh nee, bitte lass mich doch zur Karre. Yeah, yeah, look, it was Harry's idea to boost the truck full of fishes, not mine. I was in the bar late talking and we. Save it. You two idiots can say hello to Adrian for me. Oh, god damn it. Den hatten wir irgendwo schon mal gesehen. Aber ich kann mich immer nicht an die Leute erinnern. Ich weiß nicht, die haben wir in irgendeinem Fall schon mal gesehen.
Aber ich wollte ja nochmal über den letzten Fall sprechen, über Viertelmondmorde. Und ich hatte mich ja die ganze Zeit gewundert, wo wir diesen Garrett Mason, den Black Dahlia Killer, zum ersten Mal gesehen haben oder überhaupt mal gesehen haben. Und es ist jetzt wohl so, dass man ihn in der Lippenstiftmörder gesehen hat. Das ist gut. Ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl. Ich musste da einfach jetzt einsteigen. Die Karre hatten wir schon, ne? Also solche Kommentare gab es von Stefan aber nicht, muss ich auch mal sagen. Das Auto haben wir auch noch nicht. Das sieht ja außergewöhnlich aus. Okay, doch. Weißt du was? Wir fahren mit der Polizeikarre weiter. Ne, aber hier Garrett Mason. Haben wir wirklich gesehen in der Lippenstiftmörder. Und zwar war dort einfach eine Aushilfe in einer Bar, im Bamba Club. Und ich finde das so genial gemacht, so von der Story her, dass du wirklich dich nicht an diesen Kerl so richtig erinnern kannst. Oh, warte mal, warte. Ho, ho, ho. Warte mal kurz. Bitte despawne nicht. Das Auto habe ich doch bestimmt noch nicht gehabt. Halt mal an, halt mal an. Halt an, halt an. Was ist denn das? Ist das eine Warner Drug Company? Heilige Scheiße. Das ist ein Auto, was wir noch nicht haben. Ja, sorry, aber du fährst so eine geile Karre, da muss ich mal rein. Hui! International Metro, KB1M. Perfekt. Gut, wenn jetzt hier keine Straßenverbrechen kommen, dann können wir auch erstmal zu anderen Sachen fahren. Aber dann müsste ich eigentlich mit dem Partner hin, weil ich da keine Lust habe, selber hinzufahren. Wir variieren das hier einfach so ein bisschen. Wir haben wieder einige Fragezeichen auf der Map, was natürlich wieder symbolisiert, dass wir da wieder versteckte Fahrzeuge haben. Und das heißt, es gibt einiges zu tun heute. Aber finde ich geil mit diesem Garrett Mason, muss ich sagen. Du erinnerst dich nicht an den Kerl, das soll ja auch so sein. Er soll halt so unscheinbar halt auch sein. Und deswegen konnte ich mich da auch nicht wirklich an diesen Kerl erinnern. Ich meine, ich tue mich auch schwer. Ich weiß auch gerade nicht, wann wir den Kerl gerade eben gesehen haben. Okay, er wollte uns zeigen, dass er es noch drauf hat in seinem Alter. Deswegen ist er da über den Zaun gesprungen. Ja, aber das ist schon... Ich weiß nicht, dieser Morgan, wann haben wir den denn mal gesehen? Wir haben so viele Leute befragt und so weiter. Das ist wahrscheinlich irgendwann mal passiert, sicherlich, aber keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal. So, jetzt müssen wir hier irgendwo hin. Da ist irgendwo jetzt hier eine Garage wieder. Ich halte nochmal weiter ein bisschen Ausschau nach. Nee, den hatten wir schon. Oder? Darf nur nicht die Polizeikarre verlieren. Out of the car, sir. This is an emergency. Ein ganz krasser Emergency hier. Ah, shit. Aber gut, dass wir ja schon so das eine oder andere Auto bekommen haben. Das freut mich. Aber wo ist denn jetzt hier der Eingang? Wo kommen wir jetzt hier rein? Ich will nämlich ganz gerne... Kommen wir da vorne irgendwie rein oder so? Ich will halt echt unser Polizeiauto nicht verlieren. Das wäre super, super blöd. Na, wo... Wo geht das denn da rein? Hier ist doch eindeutig ein verstecktes Fahrzeug. Ah, wir müssen da hinten natürlich rein. Okay, ja, macht Sinn. Da müssen wir auch reinfahren irgendwo, glaube ich. Dann. Aber das sind auch wieder versteckte Fahrzeuge. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt schon machen sollte, weil wir verlieren ja unser Polizeiauto dann. Eigentlich sollten wir erstmal die Straßenverbrechen lösen. Sollen die nicht eigentlich auch auf der Karte angezeigt werden als solche? Oder... Weil hier sind ja gerade keine. Also müssen wir sie erstmal passieren lassen. Also wir müssen erstmal im Funk dann... All units in the vicinity in any central unit. A 211 is shots fired. 410 South Flower Street. Unit that can handle code 3 identify. Hey, ja, alles gut, alles gut. Jetzt bin ich aber schon hier, deswegen will ich mir das Auto jetzt auch schnappen. Da. Let's go. Und da haben wir doch nochmal einen, aber wieder so einen, den haben wir schon. Wir brauchen den, der hinten geschlossen ist. Das würde uns weiterhelfen. You can drive. Hui, ist das ein Polizeiauto zufälligerweise? Ich würde ja gerne mal mit den Karren rumdüsen, ne? Ein Tucker Torpedo. Kann er schießen oder was? Ne, kann er nicht. Miau. Cool.
So mit drei Lichtern vorne. Richtig geile Karre. Nee, aber wir brauchen unser Polizeiauto. Erstmal noch. Ist okay. Macht nix. Wir müssen ja nicht mit den alten, mit den Autos überall rumfahren. Außerdem sparen wir Zeit, wenn wir den Partner fahren lassen und so weiter. Das passt schon. Ich halte immer noch Ausschau nach diesem LKW, aber... This is 11K. We'll handle the 211. 11K, your 211 is at 410 South Flower Street at Scott's Garage. Ja, ja, wir kümmern uns drum. Alles gut. Erfolgloser Raub. Tables are turned now, haven't they, boys? Den hatten wir schon. We're sorry. Just quit shooting. The hell I will. I'm getting pretty tired of losing my weekly take to you punks. Man muss ich den echt noch verfolgen, auch Leute. Jetzt hatten wir doch schon. Mann, hätte ich auch das Auto fahren können. Verdammte Scheiße, ey. Jetzt muss ich hier wieder runter. Ich habe keinen Bock auf diese Horrorpassagen hier. Die. Find some cover. Guten Tag. Och, noch weiter runter. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Mann, ich war hier doch schon mal drunten. Mann, ich dachte. Das ist so blöd, dass sich das jetzt hier wiederholt. I can't hit him from this distance. Ja, willst du mal sehen, dass ich das kann? Komm raus da jetzt. Will vom Zug über. Diesmal will ich vom Zug überfahren werden. Jetzt kommt der Zug. Ah, ich muss auf die andere Seite. Nein! Ich wollte so gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn das passiert. This is car 11K. Shots fired. Ja, komm, shots fired. 11K, Roger, on the ambulance in corner. All units, 11K reports code 4 on the ja, super, das hat sich ja gelohnt. GG. Aber Leute, wir wollen uns das nächste Auto holen. Wenn das hier gerade sowieso... Es wird jetzt sowieso ein bisschen dauern, bis es weitergeht. Da ist noch ein verstecktes Fahrzeug, da noch eins. Aber es sind doch immer fünf, oder nicht? Wo ist denn jetzt das nächste, wo ist das fünfte Fragezeichen hier? Oder gibt es diesmal nur... Eins hatte ich schon. Zwei, drei, vier. Da muss es doch irgendwo noch eins geben. Schauplatz eines Verbrechens. Aber rot heißt doch eigentlich, dass wir das schon haben, richtig? Ich weiß halt jetzt nicht. You drive. I need to go over the case notes. Huh. So, hier soll es eine weitere Garage geben. Ich könnte mir vorstellen, hier drüben. Oder ist es da? Ne, es wird wahrscheinlich hier sein. Hier wird es irgendwo ein Auto geben. Wir können uns auch erstmal die Autos holen, also gar kein Thema. Wir können auch danach die Straßenverbrechen machen. Ich könnte mir vorstellen, auf der Seite oder so. Jupp. Rein da. Diesmal fahren wir das Auto auch mal eine Weile. Ah, das ist so schön, dass es jedes Mal ein neues Auto ist. 76 Karren schon gefahren. Und da fehlt halt auch noch ein LKW. Also eigentlich ein Auto, was gar nicht so... Hallo? Komm, Rinder, Junge. Wir können ja auch neu laden. Junge, steig in die Karre ein. Sonst knallt's! Da können wir auch mal so hinfahren. Komm. Hier gibt's zwar keine Wahrzeichen mehr, aber wir müssen die Karren auch mal ein bisschen fahren. Komm. Aber es, so schnell kommt mir die jetzt nicht vor. Phelps! Und das Handling scheint auch nicht so gut zu sein. Aber vielleicht finden wir ja mit dem Auto mal diesen LKW. Das wäre halt so geil, diesen geschlossenen LKW, den wir eben verfolgt haben. Den wir leider nicht nehmen durften. Ich hätte den Kerl laufen gelassen, wenn ich da hätte einsteigen dürfen.
So, da gibt's die nächste Garage, aber wo? Wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ah, mehr hier so auf der Seite. Ja, danke. Spiel. Wir sind jetzt da und da oben müssen wir hin. Eigentlich eher so die Seite. Ah, okay. Da müssen wir hin. Ah, da ist es doch auch. Kann ich hier rüberspringen? Phelps. Och. Phelps. Warte mal, darf ich da einmal einsteigen? Das sieht irgendwie... Und was ist das für ein LKW? Oh, es ist wieder nicht der geschlossene. Ah, Mist. Es ist nicht mehr so leicht wie damals, als ich gefühlt mit jedem Auto, in das ich eingestiegen bin, ein neues Auto bekommen habe, was ich noch nicht gefahren habe. Die Zeiten sind sowas von vorbei. Aber wie kommen wir denn jetzt hier rauf? Wie kommen wir auf diesen Hof rauf? Da muss doch wohl irgendwo ein Eingang sein. Muss ich hier rüber? Och, im Ernst? Man muss da so rauf? No way. Das ist doch nicht... Ach so, da vorne. Ja, gut, okay. Das ist aber hier... Ich komme doch wohl jetzt hier irgendwo runter, oder was? Wollt ihr mich jetzt verarschen, dass ich hier nicht runterkomme? Hallo, jetzt bist du hier hochgelaufen. Jetzt komme ich hier nicht mehr... Warum ist man denn überhaupt hier? Wenn man da nicht runter kann. Wollt ihr mich verarschen? Ey, manchmal wünschte ich, das Game wäre GTA, ne? Weil dann könnte ich hier jetzt einfach runterspringen. Oh, Leute, es ist nicht euer Ernst jetzt. Ja, was ist das denn für ein Troll? Wie dumm. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, komm, egal. Komm, ich lasse den Partner jetzt einfach... Ich fahre einfach vorne durch da jetzt. Ist mir jetzt scheißegal. Ja, komm, lauf, Rusty. Lauf, Rusty, lauf! Was ist das für ein Auto? Das ist nicht unser Polizeiauto, oder? Es wäre crazy, wenn es das wäre. Nee. Man kann jetzt immer an der Sirene. Ich versuche immer dann die Sirene zu aktivieren, aber es gibt keine in dem Fall. Ah, nee, das sind alles Autos, die wir schon haben. Das ist... Ich müsste halt einfach nochmal in den Autopark gucken. Also in den Autosalon und einmal schauen, was da jetzt wirklich noch fehlt. Also ich glaube, wie gesagt, ein LKW fehlt noch. Und vielleicht noch ein... Vielleicht gibt es da noch mehr so Servicefahrzeuge, die wir noch nicht haben. Was auf jeden Fall safe ist, sind diese hier. Die haben wir definitiv noch nicht. Rusty! Komm in den Düsenberg. Und dann geht's auf zum nächsten Fragezeichen und zum letzten auch, wo wir scheinbar schon, auch wenn das eigentlich immer 5 waren, aber... vielleicht habe ich irgendwo was übersehen, aber eigentlich auch nicht. Seht ihr hier noch irgendwo ein Fragezeichen? Ich auf jeden Fall nicht. Ich habe nur dieses Straßenverbrechen, aber das haben wir ja wohl schon. Kommst du rein? Kommst du rein, kommst du rein? Ja. Solche Folgen sind natürlich auch immer so ein bisschen Freestyle. Ich versuche ja immer so ein bisschen die Atmosphäre auch mitzunehmen des Spiels. So ein bisschen Roleplay-mäßig fast schon, würde ich sagen. So, ich versuche mich so in die Rolle von Cole Phelps so ein bisschen hineinzufühlen. Hier in solchen... Freie Fahrts folgen natürlich eher weniger so. Ne? Es ist so ein bisschen Entspannung hier. Und ich glaube, deswegen nehme ich jetzt hier auch L.A. Noir an einem Montag auf. Von daher, aber das ist total entspannt. Ich wollte auch gerne noch Wahrzeichen holen und sowas. Und wir haben ja noch genug Zeit. Die Folge kann ja ruhig auch 1,5 Stunden gehen. Das ist mir völlig egal. Ich habe nur so ein paar Sachen, die ich gerne abhaken würde. Also eigentlich schon ganz gerne die Straßenverbrechen, wenn ich ehrlich bin. Die müssen eigentlich auch alle weg. Also es könnte auch eine 2-Stunden-Folge werden, ich weiß es nicht, aber mal gucken. Jetzt haben wir ja gleich keine Autos mehr, dann können wir uns ja weiter konzentrieren auf die Straßenverbrechen und sowas.
Und dann vielleicht finden wir auch mal das eine oder andere Wahrzeichen. Aber da muss ich erstmal schauen, welche uns jetzt tatsächlich noch fehlen und so. Und vielleicht gibt es dann beim nächsten Mal auch schon einen, den großen Sammelpart. Dass ich den auch von der Backe habe. Aber das entscheide ich dann am Wochenende, wenn ich dann weiter aufnehme. Das gehe ich ganz entspannt an. Da mache ich mir überhaupt gar keinen Stress. Ich könnte mir vorstellen, das kann ja nicht sonderlich gut versteckt sein. Das muss hier vorne sein, direkt. Na, was haben wir denn da jetzt drin? Das ist ja nicht mal richtig versteckt. Oh, Baby! Ein Hot Wheel-Fahrzeug! Hot Wheels. Das ist was fürs Thumbnail, ganz ehrlich. Das muss ich fürs Thumbnail nehmen. Jetzt ist es gerade schon Tag. Das müssen wir fürs Thumbnail nehmen. Einmal so. Einmal so. Das ist geil. Kann man da noch weiter weg? Weiß gar nicht, wie das mit der Kamera geht. So. Kinokamera. Jawohl. Woohoo. Oh, Junge. Oh, Baby. Miau. Okay. So, was machen wir als nächstes? Wir bräuchten erstmal eine Polizeikarre. Also ich muss jetzt hier irgendwo einen Officer anhalten, der ein Auto hat. Ha, das kommt ja wie gerufen. Moin, Kollegen. Ihr habt Feierabend. Phelps, Batch 1247. I need this car. I need this car. Das war sehr, sehr dringend. Eigentlich eine Schande, dass ich das Auto jetzt hier rumstehen lasse, aber... Calling all cars. Simpson reports officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Unit to handle code 3. Identify. Das dürfte ein Straßenverbrechen sein, was wir noch nicht haben, richtig? Aber es ist verdammt weit weg. Holy shit. Du fährst. You can drive. Can you drive to this one? Can you drive to this one? I have to go. Was sind das? Habt ihr gesehen, die Autos haben geschwebt. Calling all cars. Citizen reports. Officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Unit to handle code 3. Identify. This is car 11K. We're on the help call. 11K. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Repeat. Shots fired. Officer down. 11K. Code. Polizistenmord. Das hatten wir doch auch schon. Och, ganz ehrlich, das kann ich skippen. Das hatten wir schon. Ja, ja, das hatten wir doch schon. Meine Fresse. We'll get them. Cop killers are the worst kind of scumbag. Ich meine, vielleicht haben wir ja mittlerweile auch schon fast alle. Ich meine, wie viel haben wir denn jetzt in der Statistik? Wir haben jetzt Straßenverbrechen 22. Ich muss gleich mal im Trophäenforum gucken, wie viele es tatsächlich gibt in dieser Abteilung, wie viel wir jetzt schon haben müssen zu dem Zeitpunkt, wenn wir alle haben wollen. Das sind, glaube ich, 25. Einmal 13, einmal 12, aber... Och, Junge, sterbe ich hier noch. Fehlt mir ja noch. Meine Fresse, ey. Ich meine, ist ja schön und gut, dass man die jetzt nochmal sieht, aber ich würde das gerne ein bisschen filtern. Aber warum wird mir das immer gelb angezeigt? Dann denke ich immer, das haben wir noch nicht. Aber scheinbar hat es damit ja nichts zu tun. Ich meine, hier gibt es ja auch noch welche, aber jetzt sieht man die auch. Okay. Konnte man die vorher auch schon sehen? Warte mal, das ist... Was sind jetzt die roten, die wir schon haben, oder sind das jetzt... Bankraub? Ich muss das einmal testen. Rachsüchtige Ex. Oder sind die roten die wir noch nicht haben? Hier ist nur Schauplatz eines Verbrechens, das heißt, die haben wir noch nicht, oder? So, im Gegensatz zu denen,
Ich glaube fast, das sind die. Die roten müssen wir nehmen. Oder? Ich mache das jetzt einfach mal. Ich teste das. Wir fahren jetzt einfach mal... Wir sind jetzt hier, also fahren wir einmal dahin. Dann weiß ich das endlich auch mal. Ich glaube, ja, mir wurde das auch mal in die Kommentare geschrieben. Aber ich habe das schon wieder irgendwie ein bisschen verdrängt. Aber das würde... Ich dachte immer, die roten sind die, die wir schon haben. Aber vielleicht ist es genau andersrum. Die roten sind die, die wir noch machen müssen. Und die werden dann gelb, wenn man sie markiert. Und das Problem... Bla bla bla, komm, egal. Mach hinne. Mörderische Räuber. You saw what happened? I warned him about that cannon under the counter. He took a shot at a couple of stick-up men. He missed. They didn't. Where are they now? They ran across the street and into the parking lot. That's where I lost sight of him. Ist das nicht dieser Liquor Store? Ist das nicht dieser Kerl, den wir... Aber das ist nicht dieser Kerl, der diese Obdachlose hier hat schlafen lassen, oder? We gotta turn ourselves in. Use your head, Wilt. Look, the cops ain't exactly gonna be grateful, and there's our records to think about. Shut up. I think I hear something coming. Don't make me chase you! What? Seriously? He's in the truck! Let's go! Oh, das war... Oh! Ha! Lul! Das war's mit dir. Sollte das so sein? Das war ja eine richtig geile Verfolgungsjagd, Mann. Ja komm, das können wir uns mittlerweile sparen. Das ist eh immer gleich. Ja, das sind tatsächlich die. Okay, dann wissen wir jetzt... Also ich zumindest, ihr wisst es wahrscheinlich schon lange. Jetzt weiß ich, auf welche ich mich zusteuern muss. Dann können wir die auch schnell abarbeiten. Das ist super. Sind hier oben noch irgendwo welche? Da sind keine. Es könnte auch jetzt wirklich das letzte schon sein. Das letzte Verbrechen, was noch so stattfindet. Ich gucke dann gleich einmal kurz. Das ist gut, weil das spart Zeit. Dann muss ich nicht wieder alle machen, bis dann irgendwann mal eins kommt, was ich noch nicht habe. Dann lieber so. Bowlingbahnraub. Hit the sidewalk, all you. The place is closed for business, you hear? Oh shit, we got cops. Get your nose. Down. LAPD, you got nowhere to go. Right. Jetzt reicht's mir. Jake! Mikey! Oh, Jesus. Fuck the money! I'm gone! God damn it, get after him, Cole. It's not too late to give yourself up. Now, are we gonna make a bargain or what? Put the weapon down now. Wieso hast du denn die Shotgun weggesteckt? Das wäre doch viel lustiger. Ha! Naja. Kannten wir den nicht auch, der Kerl, der da gerade jetzt fast erschossen wurde? Na komm, egal. Er sagt sowieso wieder K11K. 11K calling KGPL. We're code 4 on the 211 at Rawlings Bowling Alley. All units, code 4 Rawlings. So, jetzt ist die Frage, gibt es noch irgendein Straßenverbrechen, was wir... Ich finde es ja eigentlich ganz cool, dass man die alle nochmal wiederholen kann, wenn man möchte. Aber an sich würde ich sagen, haben wir jetzt alle. Ich muss einmal kurz hier im Trophäenforum nachschauen. Klar, Moment kurz.
Also es sollen 25 sein, also 13 insgesamt, jetzt hier im Morddezernat. Und jetzt müssten wir eigentlich, wenn wir alle hätten, 25 haben. Wir haben aber nur 24, das heißt, es wird wohl noch einen geben, den man nur nachts machen kann. Das heißt, wir müssen jetzt wohl oder übel was anderes machen, was aber nicht schlimm ist, weil ich habe sowieso noch andere Dinge vor. Kann man hier Sachen ausblenden? Nee, geht nicht, ne? Gut, dann muss ich jetzt mal ein bisschen schauen. Das ist natürlich schade, dass ich jetzt Viertelmondmorde nicht genutzt habe, um so ein bisschen hier zu den Wahrzeichen hier zu mich zu begeben, aber das macht nichts. Wir können hier Bullocks Wilshire, da können wir hin. Das ist hier da ungefähr müssen wir hin. Ja, dann muss jetzt Zeit verstreichen. Wir müssen Zeit verstreichen lassen. Es muss jetzt dunkel werden wieder. Und dann müssen wir das letzte Straßenverbrechen machen. Weil aktuell sehe ich hier noch nichts Rotes. Ich kann gerne nochmal alles durchschauen, aber ich glaube, hier ist tatsächlich gerade nichts. Das heißt, wir müssen wirklich warten. Es geht gerade nicht anders, sonst wäre es ja hier angezeigt. Das sind ja alle welche, die wir schon haben. Deswegen steht da auch, was das genau schon ist. Und wenn das was Neues ist, steht da ein Straßenverbrechen. Ort eines Straßenverbrechens oder so. Es ist auch sowieso gut, wenn ich rumfahre, weil dann besteht eine Chance, dass wir so einen LKW finden. Oder halt so einen komischen Drugwagen wie vorhin. Einfach so. Wo man direkt weiß, okay, das habe ich noch nicht gefahren. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir nochmal neue Autos bekommen. Ob da nochmal 5 Fahrzeuge jetzt kommen oder ob es das jetzt war. Weil wenn nicht, dann ist das noch eine... Ist das ein ganz schön gutes Stück, was wir da noch machen müssen. Weil wir haben jetzt gerade, glaube ich, 76 Autos von 95. Das ist schon noch ein gutes Stück. Die soll man erstmal alle finden jetzt. Wenn das alles Autos sind, die wir im freien Spiel finden müssen, dann weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Also klar, schaffen wir das irgendwann, aber... Miau. Vielleicht hätte ich doch nicht selber fahren sollen, aber jetzt sind wir schon fast da. Aber wie gesagt, wir müssen auch gucken wegen Autos. Das ist schon okay. Aber ja, ich muss mich auch... Oh, na, ist okay. Aber ich muss mich halt auch um die Wahrzeichen kümmern, weil das soll auf jeden Fall abgeschlossen sein, bevor ich mit dem Sammelpart beginne. Die müssen alle gefunden sein. Das ist so mein Ziel. Weil ich nicht will, dass ich... Ja, ja, bla, bla, bla. Ja. Nein. Nicht jetzt. Ich möchte halt nicht, dass ich während der... Also, den Sammelpart schneide ich natürlich wieder zusammen. Und dann möchte ich nicht, dass ich dazwischen irgendwo Wahrzeichen finde und das dann nicht im Video habe. Und reinschneiden möchte ich es dann auch nicht, weil es soll um die Sammelobjekte gehen. Das Video wird so schon lang genug. Deswegen will ich mich ja wirklich nur darauf konzentrieren. Oh, Meilen auf dem Tacho. Sehr schön. Wir haben 194,7 Meilen geschafft. Einfach mal random nebenbei. Das ist doch perfekt. Ist das das Wahrzeichen hier? Wo ist das jetzt genau? Sorry. Es ist genau, wenn man mal guckt. Eigentlich genau hier zwischen. Da. Oder? Jupp, genau da. Sollte eigentlich dann kommen. Jetzt. Jupp. Sehr gut. Und Level 19. Gatsching. Kriegen wir irgendwas dafür? Nö. Aber 20 ist, glaube ich, das höchste Level, denn dann kriegen wir wieder eine Trophäe. Sehr gut. Jetzt geht's weiter. Ich muss natürlich auch immer schauen, ist da irgendwas schon oder nicht. Da haben wir 3 Stück, das passt. Die müssten 2 sein, hier habe ich nur 1. Das heißt, das obere. Park Plaza haben wir noch nicht. Park Plaza müsste ungefähr da sein.
erkunden wir einfach mal ein bisschen die Stadt. Dafür nimmt man sich ja sonst nie so wirklich die Zeit, weil man von einem Fall zum nächsten huscht. Und das ist jetzt hier einfach mal komplett entschleunigt. Ich gucke einmal gerade, ob es hier irgendwas Neues gibt. Da. Perfekt. Das müssen wir leider vorziehen. Oder was heißt hier leider? Das ist das Letzte, dann haben wir das von der Backe und dann brauchen wir auch kein Polizeiauto mehr zu fahren und müssen nicht die ganze Zeit uns den Polizeifunk anhören. Darf ich fahren? Ich verstehe das manchmal nicht. Manchmal lässt du deinen Partner fahren, bist dann auch im Auto, also bist dann selber am Steuer und manchmal steigen sie beide aus einfach. Oh, was? Park Plaza, was? Ach, hier ist der Park Plaza. Okay, ich wollte eigentlich gar nicht zum Park Plaza, jetzt habe ich ihn doch gefunden. Oder ist er jetzt zum... Ach, er ist jetzt... Ah, so ist das. Ja, klar ist das Park Plaza. Jetzt check ich es auch. Ja, okay. Okay, deswegen, ja. Jetzt verstehe ich es auch. Deswegen ist er auch ausgestiegen. Er fährt immer erst dahin, wo man selber markiert hat. Und das war noch Park Plaza. Und jetzt fährt er zum Straßenverbrechen, weil ich nichts mehr markiert habe. Okay, ist okay, haben wir mitgenommen, ist okay. This is 11K. We'll handle the 415. 11K, officer needs help. 415 shots fired. 313 Bunker Hill Avenue. 313 Bunker Hill Avenue. 11K, code 3. Why don't you come on out, Jimmy? I won't let them hurt you. Not my honey boy. I told you not to call me that, woman. Now shut the hell up. You shut the hell up. Is that the lady of the house? It's a nice story. Two old lovebirds just moved in together. But they had a falling out, and he chased her across the yard with a 12-gauge. Now it's him or us. Ah, ein ganz normaler Officer down! Amerikanischer Ehestreit. Also ich weiß nicht, was ihr jetzt hier habt. Eigentlich müssen wir gar nicht so Welle machen, aber okay. Kommst du jetzt? Oh, Junge. Reinforcements. What have they done to you? Das Häschen ist gestorben. Na gut. Dann... Warte mal. Ich brauche ein Auto. Per. Out of the car. Police. Wait, officer, my bag's in there. So, jetzt gucken wir doch mal. Was haben wir da noch nicht? Hier oben gibt es irgendwie Chinatown. Das ist das nächste Ziel für uns. Können wir schon hinfahren. You drive. I need to go over the case notes. Und vielleicht gucke ich gleich auch nochmal in den Autosalon. Einfach mal so, um zu gucken, was uns da jetzt wirklich konkret fehlt. Vielleicht kann man ja irgendwas gezielt ansteuern oder sowas. Das ist wohl Chinatown. Ja, das macht Sinn. 26 haben wir mittlerweile schon. Es ist doch gar nicht so schwer zu finden hier. Das haben wir schon. Dann ist hier noch eins. Genau, Union Station. Ich hatte für eine Sekunde gedacht, da steht Unity Station. Das wäre cool gewesen, aber... Das Stadtarchiv Hall of Records im Englischen. Hier unten, das ist etwas, was wir... Oder ist das das... Nee, das haben wir auch schon. Dann gibt's hier... Pershing Square. LA Public Library. Dann gibt's hier das Hospital. Nee, das Intolerance Filmset. Hospital. Mayfair Hotel. Dann gibt's die Kirche. Das Intolerance Filmset. Hier ist dieser Arthur Park da oben. MacArthur Park.
Ich glaube, jetzt kommen die, die wir noch nicht haben. In der Ecke bin ich auch echt wenig gewesen bisher, muss ich sagen. Main Street Terminal. Daneben müsste auch was sein, aber hier unter müsste auch noch was sein. Also hier unten, der Eck, da genau. Und das müssen wir, wo Broadway steht. Broadway. Und dann ein bisschen davor. Hier so. Ja, eigentlich eher hier so, aber wir fahren mal da einfach hin. Fertig. Du fährst. You can drive. I have to go through the case notes. You know the way. You can drive. Jetzt haben wir ein Problem. Can you drive to this one? Okay, doch nicht. Eigentlich hätte ich da auch mal reingehen müssen zur in die Chinatown so ein bisschen. Hätten wir uns mal ein bisschen angucken können und so. Ist es hier? Oder nicht? Nicht? Okay, wieso nicht? Ich muss hier mal näher ranzoomen, das ist ja schrecklich. Einfach so ein bisschen näher ranzoomen, damit ich das besser sehen kann hier. So, es ist genau eigentlich genau hier, aber vielleicht muss man auch von der anderen Seite gucken. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. What? Einfach random Auto gefunden. Sowas gibt's immer noch. 79. Da hinten ist ein LKW, aber das ist schon wieder dieses Modell, was wir schon kennen. Ich sollte häufiger in Autos einsteigen. Das Auto sieht aber auch hier so langgezogen aus. Ist das vielleicht auch wieder eins, was wir noch nicht haben? Es wirkt auf mich so langgezogen. Ja, nee, doch. Das hatten wir schon. Lasst uns jetzt erstmal die Wahrzeichen hier von der Backe kriegen. Das wäre schön, wenn die jetzt weg sind. Ist bestimmt hier drin. Hier so zwischen. Ja. Los Angeles. Ja, irgendwas. Ich weiß nicht, was man hier macht. Ist auch völlig wurscht. So, dann gibt's als nächstes LA Cold Storage. Hier ist da dieses RKO. Ne, Main Street Terminal. Genau, Main Street. Und dann ist das. Ist das hier, glaube ich, so, ne? Ja, da müssen wir hin. You're behind the wheel. Ah, shit, ich habe gerade gedacht, das wäre wieder so ein LKW. Nein. LKW, überall LKWs, aber nicht die, die wir brauchen. Ja, wer weiß, vielleicht sollte man einfach mal einsteigen. Warte mal. Great. How are we gonna look? Getting LAPD, police emergency. You've gotta be kidding. We're driving this. The heck? The heck? Müssen wir da vielleicht so ein bisschen rauffahren oder einfach einmal rum, vielleicht. Ich weiß nicht, von welcher Seite man da kommen muss. Ich finde, das wird von wird durch, ich habe hier so eine Karte offen, aber ich weiß immer nicht so richtig, von wo man sich da nähern muss und so. So, jetzt fehlen nur noch zwei Stück oder was? Ich habe nicht richtig hingeguckt. Das haben wir schon. Und jetzt, wenn es jetzt diese letzten beiden sind, wäre das schön, weil dann sind das halt die beiden so, wie sie sind. Es ist einfach diese Brücke. Da können wir aber auch eben selber hinfahren. Wir werden schon noch ein bisschen Zeit haben für die Autos, aber das Minimalziel soll ganz gerne erreicht werden. Warte mal, das Auto, das ist, glaube ich, auch neu. Mit Fässern hinten drauf. Wer weiß doch, bestimmt. Ich will aber einsteigen, aber ich glaube, das haben wir schon. Ja,
doch, das ist doch ein relativ häufiges Modell, das haben wir sicherlich schon. Ich kann mich nur nicht mehr so gut daran erinnern, wahrscheinlich. Ja. Warte mal. Der hat gar nichts hinten drauf. Emergency out of the car. Interessantes Modell. You've got to be kidding. We're driving this. Hätte ja klappen können. So, komm rein, schwing deinen Arsch hier rein. Was ist da mit ihm los? Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Vorwärtsgang. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang. Blinker nach rechts gesetzt. Es wird spannend, Leute. Oh, 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 und jetzt, oh, jetzt ist er eingekesselt. Oh, was macht er jetzt? Oh, Rückwärtsgang. Oh, aber er muss aufpassen. Oh, 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 es könnte gefährlich werden. Oh, 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 jetzt hat er beide Blinker an. Oh, 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 jetzt, aber, oh, nee. Oh. Okay, es wird wohl nichts mehr. Ich sollte mich auf meine eigenen Sachen konzentrieren. Seht ihr, ich bin auch nicht besser. Aber das ist doch schon mal schön, dass wir jetzt alle Straßenverbrechen bis zu dem Zeitpunkt haben. Und jetzt auch gleich alle Wahrzeichen haben. Dann müssen wir uns darum auch nicht mehr bemühen. Es wird immer weniger, Leute. Aber es gibt natürlich noch viele Sammelsachen, die zu erledigen sind. Aber wenn die weg sind, dann haben wir nur noch Story im Prinzip. Aber so weit sind wir noch nicht. Immer Stück für Stück denken. Muss ich da auf die Brücke rauf oder kann ich das von hier unten betrachten? Kann ich das von hier unten sehen? Hier so? Komm, ich muss da doch nicht rauf, oder? Ich muss da rauf. Natürlich. Wie hätte es auch anders sein können? Weg da, Leute. Get out of the way! There's a madman on the loose! Ich weiß gerade auch nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich guck gleich einmal drauf. Warte mal. Ist der offen? Ja, nee, natürlich nicht. Wenn das überhaupt ein Kriterium ist, vielleicht war das auch einfach nur durch die Mission vorhin, dieser LKW. Glaube ich aber nicht. So, bitte gib mir jetzt hier schön, genau. Schöne Brücke, sieht toll aus. Reicht aber auch wieder. Was haben wir da für ein LKW? Halten Sie bitte den Wagen an. Das sieht ganz, ganz gut aus für mich. Oh ja, Leute, gerade noch drüber gesprochen, das ist er. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Ist mir so scheißegal, wir müssen da rein. Das Auto haben wir sicherlich noch nicht, weil es hinten zu ist. Get out of the car. Und die scheinbar echt selten sind. You've gotta be kidding. We're driving this. Und wir hatten ihn schon. Oh mein Gott. Was ist das für ein Modell? Warte mal. Hey. Hey. Hey, hey, hey. So, jetzt aber ja das letzte Wahrzeichen und das ist glücklicherweise auch wieder hier in der Ecke. Aber es wundert mich halt echt nicht, weil hier waren wir halt, wie gesagt, fast gar nicht. Und da fahren wir jetzt auch nochmal selbst hin. Komm, schwing deinen Arsch rein! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Und dann beginnt die Autosuche. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Einfach blind in Autos einsteigen ist irgendwie jetzt auch nicht so die Lösung, die ich mir so vorstelle. Das ist auch irgendwie dämlich. Aber ansonsten habe ich hier ja nichts mehr. Kein Fragezeichen. Das wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit gewesen, wenn hier noch eins wäre. Dann hätte man dann noch ein Auto gehabt, aber dann sind es wohl erstmal 79 Stücke. Und wir müssen gleich in den Autosalon einmal gucken. Da wird es ja wohl irgendwas noch nicht geben. Ui, was ist das denn? Ist auch schon wieder das, was wir gerade... Ja, bestimmt. Ich muss doch mal... Wir gucken in den Salon. Vielleicht wird uns da dann... Vielleicht finden wir dadurch noch irgendwie ein Auto, was wir auf jeden Fall dann erkennen können auf der Straße. Auch wenn ich davon nicht mehr so... Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte schon immer Probleme mit den Autos. So. Trophäe, bitte. Hey! Hey. Sternkarte. Ja,
Na, zweite Trophäe, Sternkarte, entdecke alle Wahrzeichen in der Stadt. Haben wir das also auch von der Backe. Und jetzt, Leute, ja, beginnt eigentlich die Zeit des Suchens. Wir müssen die Autos finden, die uns noch fehlen. Die Frage ist, welche fehlen uns? Und um das jetzt rauszufinden, müssen wir einmal in den Autosalon. Da waren wir schon lange nicht mehr. Extras? Und jetzt kann ich auch mal sehen, wie lange ich schon aufnehme. 50 Minuten, das ist doch in Ordnung. Credits kommen zum Schluss, das machen wir noch nicht. Zweitürer. Also ein Cabrio fehlt uns noch. Schade, dass man sich nicht Autos anzeigen lassen kann, die einem jetzt noch so, die einem noch fehlen. Zweitürer. Es gibt also wirklich noch Zweitürer, die fehlen. Ja gut. Sie kannst halt nicht erkennen, so, ne? Einfach random in Autos einsteigen oder was? Oh, hier fehlen doch so viele. Da, noch eins. Das sind 4 oder 5 Autos fehlen hier. Krass. Polizeiautos? Es fehlen auch Polizeiautos? Ja gut, aber es kann ja sein, dass wir durch die Sitte, wo wir ja jetzt sind in den kommenden Folgen, dass wir da nochmal ein neues Polizeiauto bekommen. Weil ich glaube, der neue Partner fährt dann so ein Auto hier, glaube ich. Das wäre dann eigentlich auch möglich, sogar noch 2 Autos. 3? Ja, aber das ist doch so, den hatte ich doch schon. Hä? Das ist wie so ein Enforcer von GTA. Der hier. Bonusautos. Das sind die versteckten, richtig? Fehlen da denn noch welche oder haben wir jetzt alle? Ja, alle der. Okay, die Bonusautos sind alle weg. Service. Uns fehlt tatsächlich noch so ein LKW. Wer hätte das gedacht? Also Cabriolets. Noch so ein Serviceauto. Was auch immer das ist. Ein Taxi oder was? Also es fehlen schon noch gut viele Autos. Guck mal, was ist denn der Unterschied? Ja gut. Geschlossen, offen. Ja, okay. Sportautos habe ich ja wohl alle. Also Leute, ganz ehrlich, ich fahre einfach durch die Gegend und steige in Autos ein. Das wird schon passen. Da fehlen ja doch noch so viele. Schade, das heißt, die Autos sind fertig. Ha, es gibt ja auch noch eine andere Sache, die man machen könnte. Wir können uns auch später auf die Autosuche konzentrieren. Das würde ja noch eine andere Sache geben, die ich ganz gerne machen würde. Kleinen Moment, ich muss mich da mal ein bisschen vorbereiten. So Leute, ich möchte mir jetzt noch eine Trophäe holen. Nicht so hastig nämlich. Stoppe eine fliehende Person als Detective des LAPD mit einem Warnschuss. Und dafür habe ich jetzt den Fall Eine himmlische Ehe nochmal neu gestartet im Verkehrsdezernat. Denn dort gibt es eine Stelle, die es einem eigentlich möglich macht, die schnell zu bekommen. Und zwar da, wo man Leroy Sabo verfolgt. It's too late, Sabo. Genau diese Stelle. Ist jetzt übrigens auch nicht mein erster Versuch, aber ich will das jetzt einfach hier schnell schaffen und nicht so viel Zeit damit verplempern. Deswegen habe ich die anderen Versuche rausgeschnitten. Am besten verfolgt man ihn jetzt hier, bis man hier um die Ecke ist. Und dann muss man halt ganz schnell auf ihn zielen und ihn auch im Visier behalten. Und dann hat man es auch schon. Nicht so hastig. Ja, ist jetzt natürlich kein. Oh doch, ich habe alle Fragen so richtig beantwortet. Ich bin da einfach nur durchgerusht. Und trotzdem habe ich alle Fragen richtig beantwortet. Ja, das war ganz nett. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter, noch ein bisschen. Ich muss nur dran denken, dass ich die anderen Versuche einfach so ein bisschen rausschneide, weil da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Am Anfang habe ich direkt versucht, auf ihn zu zielen. Das hat gar nicht funktioniert.
Und dann nach und nach habe ich dann gemerkt, man muss ihn so ein bisschen länger verfolgen. Und das haben die auch in dem Guide-Video, was ich gesehen habe, auch gemacht. Ich dachte nur, man kann ihn vielleicht schneller stoppen, aber nee, das war nix. Und ja, so viel dazu. Das war mir auf jeden Fall wichtig, dass ich die Trophäe noch hole, weil die wollte ich wirklich erledigt haben. Bevor es dann vielleicht beim nächsten Mal in das Sammelvideo geht, wobei ich möchte das schon ganz gerne machen. Ich will das wirklich erledigen und ja, jetzt können wir noch so ein bisschen durch die Gegend fahren. Ich wollte zwar gerade gleich auch noch so ein bisschen einkaufen, aber vorher kann ich noch mal ein paar Autos einsteigen und so weiter, ein bisschen gucken. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal so ein bisschen. Erstmal will ich das Polizeiauto loswerden, das wäre sehr schön. Warte mal, das ist doch sicherlich ein Taxi, was wir noch nicht haben, oder? Irgendeins von denen haben wir noch nicht. Es ist bestimmt ein Taxi. Das eine Service-Auto, jetzt wo ich drüber nachdenke. Es gibt da scheinbar zwei Typen, oder? Einmal dieses. Und gibt es nicht dann noch ein anderes? Ist das nicht... Das ist ja auch wieder dieses... Gibt es nicht noch ein anderes Taxi? Das ist es auf jeden Fall nicht. Ha, aber wir brauchen auch noch einen LKW. Dann brauchen wir noch sogar noch einen Sportwagen, ein Cabriolet. Also wir haben schon noch eine Menge auf der Liste, was wir so finden müssen. Und ihr habt ja gesehen, es gibt keine Bonusfahrzeuge mehr jetzt. Das heißt, wir sind am Arsch. Erstmal. Wir müssen wirklich noch einige Fahrzeuge finden. Ist hier vielleicht irgendein Auto? Das haben wir da auch schon 100.000 Mal gefahren, oder? Da vorne vielleicht noch. Ja, ist mir klar, dass das... Ich will jetzt hier auch gerade kein Polizeiauto fahren. Wir brauchen aber noch ein Polizeiauto. Hm. Wir bräuchten halt tatsächlich noch eins. Ach, das... Von wo... Wo bist du überhaupt? Der labert mich hier aus dem Jenseits zu. Was ist denn das? Wo ist er denn, Rusty? Der sitzt doch jetzt nicht im Auto, oder? Nö. Im Herzen ist er immer bei uns. Was haben wir da für eine Karre? Ah, der kommt gleich wieder mit der Sirene. Die Nervbratze, da hört man sie doch schon. Ja. Toll. Jetzt kommt noch irgend so ein dummer Spruch. Ich will Stefan zurück, Leute. I'm sorry, madam. Police officer, I need your car. Komm, schnell, schnell, schnell. Es ist eine Emergency. Ich muss hier ganz schnell weg. Ich will doch nur mal ein bisschen alleine sein. Kann man das nicht ein bisschen nachvollziehen? Phelps will halt mal seine Ruhe haben. Der wird die ganze Zeit von Partnern verfolgt. Was ist denn das für ein Leben? An seinem freien Tag, wisst ihr, das ist einfach nur schockierend. Weißt du, der will einfach nur sich einen schönen Tag machen, ein paar Wahrzeichen hier in L.A. sich mal angucken, weil er immer nur auf Achse ist, immer nur hier von einem Fall zum nächsten huscht. Er wollte sich einfach mal in Ruhe die Stadt angucken. Da ist er noch gar nicht zugekommen. Ein paar versteckte Fahrzeuge finden, fahren, ein paar Probefahrten machen. So, und es ist einfach nur schockierend. Warte mal, ist das nicht... Ist das ein Auto? Das haben wir aber schon, ne? Das ist wie dieser Tankwagen. Oder ist das ein Auto? I need this vehicle. Police business. Oder? Nee, ich drive this. I'm driving this, not you. Der soll mich mal in Ruhe lassen, der Kerl. Ist ja schrecklich. Das ist doch nicht normal, oder was? Ich habe nur jetzt keine Ahnung, was wir noch probieren könnten. Es ist so... Das könnte... Ah, wobei auch nicht. Just a scratch. Was fehlt uns denn noch für ein LKW? Ich blick da nicht... Alter Junge, kannst du jetzt mal aufhören mit der Scheiße? Was Sir, ist dein scheiß car, Problem? Great. Junge, steig in die verkackte Karre ein, Junge.
Oder ist... Was ist denn das? Was ein Terror? Out of the car, police. I find one goddamn ding. You gotta be kidding. We're driving this? Können wir noch mal irgendwie zu einem Polizeirevier fahren oder so? Das ist das Zentralrevier. Ansonsten gibt es noch das Revier hier. Da könnte man auch noch mal gucken, ob man da irgendwelche Autos findet. Aber dafür müsste ich jetzt den Partner wieder haben, was ein bisschen nervig ist, weil ich ihn gerade nicht habe. Und er auch irgendwie keinen Bock hat, so richtig wieder einzusteigen. Damn! Ey, wenn das so weitergeht, dann muss ich die verhaften, ne? Not now! Weil sie einfach allen auf den Sack gehen. Not now! Junge, kommst du jetzt einfach in die verkackte Karre? Ich warte jetzt kurz, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Kerl. Steig ein. Steig in die verkackte Karre ein. Komm jetzt. Son of a bitch! Wie er da hinten chillt. Guck dich das an. Ja, nicht darum, deine Fussel von deinem Anzug runter schnipsen, sondern einfach auch mal einsteigen. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Aber geh mir nicht auf den Sack jetzt mit deinem Scheiß. Durch die mir hinterhergefahren mit Sirene dann auch noch. Macht wenigstens die Sirene aus, okay? Dann wäre es mir ja egal, aber dieses... Da wirst du doch bekloppt in der Birne. Müssen die nicht langsam auch mal Feierabend machen? Ich will auch nicht wissen, wie viele Autos ich hier schon vorbeigefahren bin. Aber das ist doch mal schön. Sowas habe ich gesucht hier. Ein schöner Parkplatz. Wo man einfach mal alle Autos durchtesten kann. Oh, und dann wieder diese... Oh, ich werde gleich selber zum Verbrecher, damit ich eingebuchtet werden kann. Und dann wahrscheinlich sitzt er da die ganze Zeit vor den Gittern auf einem Hocker und labert mich dicht hier. Och, Phelps! Was ist nur aus dir geworden? Und dann kann ich sagen, du hast mich so gemacht. Och Junge, was ist denn jetzt? Oh, wenigstens ist er mal ausgestiegen. Ach du Scheiße, ist das denn die Möglichkeit? Hat er echt mal Bock einzusteigen? Komm rüber jetzt. Komm, drück mir einen dummen Spruch und steig jetzt ein. Komm rein jetzt. Ist er da jetzt ernsthaft noch über den Zaun gehüpft? Do that again and I'll bust your chops. Ja, weiß nicht, ob das jetzt noch so viel Sinn macht. Ich weiß nicht so richtig. Man kann natürlich jedes Auto durchtesten. Ich habe halt lieber geparkte Fahrzeuge, weil man da nicht immer so... Da muss man halt nicht jedes Mal die Leute aus dem Auto lotsen, weil das kostet ja auch enorm viel Zeit. Ich will die Folge jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, also... Das macht ja jetzt auch keinen Sinn. Ich habe das geschafft, was ich machen wollte. Wir haben ja dann in der Sitte dann später auch nochmal ein freies Spiel. Da können wir uns dann eine ganze Stunde darum kümmern. Ah, das ist auch wieder das Taxi, ne? Das hatten wir wahrscheinlich auch schon. Gibt's hier denn irgendwo so einen großen Parkplatz, wo man gucken kann? Irgendwas ganz Großes? Ich bräuchte halt auch noch ein Cabriolet oder irgendwie mal sowas. Wenn ich mal sowas finden würde. Gibt's hier jetzt aber gerade irgendwie nicht. Ich meine, vielleicht finden wir im Laufe des Spiels ja noch einige, in der Sitte dann auch noch neue Fahrzeuge, die wir noch nicht hatten. Kann ja sein. Aber sonst... Ich fahre ja die ganze Zeit durch die Gegend, aber gut, ich steige auch nicht in so viele Autos ein, aber das sind halt alles so... Keine Autos, wo ich jetzt sagen würde, das habe ich noch nicht gefahren. Das sieht für mich alles so aus, als könnte ich das schon gefahren haben. Wir wollten mal zum anderen Polizeirevier, ne? Ich will vielleicht diese eine Polizeikarre noch bekommen. You know the way. You can drive.
Und dann würde ich sagen, war es das gleich einfach, weil ganz ehrlich, macht er dann auch keinen Sinn so richtig. So. Hier ist das Revier. Hier gibt es vielleicht noch Autos, die wir noch nicht gefahren haben. Das hier vielleicht? Ne, das ist ja nur ein Standard-Polizeiwagen. Das sind die normalen Polizeikarren, die uns nichts bringen. Gibt es hier noch krassere Autos oder ist das alles, was ihr habt? Es gibt ja auch noch das andere Revier. Das können wir uns sonst auch nochmal anschauen. Oh, boy, den haben wir schon, oder? Ich glaube, den haben wir schon. Vielleicht haben wir Glück und kriegen ihn noch. Ist ja rot. Testen wir mal. Ja, ich glaube, da an so einem bin ich schon mal gestorben. Out of the car, sir. This is an emergency. You can't do this. Ja, war klar. Ja, es ist nur eine andere Farbe. Das ist genau die gleiche Farbe. Och, Leute. So kommen wir nicht weiter. Ich erinnere mich aber, als ich damals auf der PS3 die Platin geholt habe und die Autos gesucht habe, war ich immer bei so einem großen Parkplatz. Irgendwo hier muss es auf dieser Map muss es einen großen Parkplatz geben. Und da war ich so oft und habe die ganze Zeit die Autos getestet. Das war so ein riesiger Parkplatz, wo, keine Ahnung, 10, 20 Autos standen immer. Und da konnte man dann jedes Auto einmal durchtesten, dann wieder wegfahren, neu hin, dann waren da wieder neue Autos und das hat man dann so lange gemacht, bis man alle hatte. Just go easy, Phelps. Weil sonst, es nützt ja nichts. Und es ist jetzt auch schon spät. Ich will, wie gesagt, noch einkaufen und so weiter. Wir haben schon noch genug Gelegenheiten, das zu schaffen. Ich muss mich da jetzt vielleicht auch mal ein bisschen informieren. Aber das mache ich dann erst nach dem Sammelguide-Video. Weil das wird ein großes Video. Das wird die Filmrollen beinhalten, die Romane, die Schallplatten. Und auch noch die Polizeimarken, die nicht für die 100% oder für irgendeine Trophäe wichtig sind. Aber es gibt einen geilen Anzug, den würde ich mir gerne schnappen. Und deswegen werde ich das dann auch noch zeigen, aber halt ganz am Ende erst des Videos. Und ich werde das auch auf jeden Fall sagen, dass das nicht relevant ist für die Leute, die es dann nicht machen wollen, wenn es nicht relevant ist. Deswegen werde ich das sagen, aber... Ah, das war wahrscheinlich auch ein Auto, was wir schon hatten. Also so richtig weiterkommen tun wir hier nicht. Und das ist ja dann im Endeffekt auch nur Zeitverschwendung, was ich hier gerade mache, weil das Rumfahren bringt uns auch nichts mehr. Ich habe die Meilen ja schon. Ich bin eigentlich froh, dass das im Video geklappt hat mit der Trophäe. Wäre irgendwie blöd gewesen, wenn ich die irgendwie zwischen den Folgen bekommen hätte. Ah, es ist schon wieder das Auto, was wir schon haben. Aber mich würde echt interessieren, welches... Das ist gut. Oh, genau sowas meine ich. Es war aber, glaube ich, nicht so ein Parkplatz, aber das ist ja schon mal ein Anfang. Hier müssen wir einfach nur die Autos durchtesten. Das geht super schnell, weil es alles geparkte Autos sind. Und einfach, egal, ob man sich jetzt denkt, das habe ich schon, einfach einsteigen. Gar nicht drüber nachdenken. Seht ihr? 80. Bam. Das Cabrio direkt gefunden. Diese Parkplätze sind wirklich Gold wert. War gut, war doch noch gut, das Video noch weiterlaufen zu lassen. Jetzt fehlen halt noch 15 Autos. Eins davon ist eine Polizeikarre. Ich glaube sogar zwei Polizeikarren. Aber eine kriegen wir, glaube ich, dann durch die Sitte. Eine Karre. Also haben wir im Endeffekt 81. Dann noch eine Polizeikarre 82. Irgendeinen LKW 83. Und dann gibt es halt noch ein paar andere Fahrzeuge. Und das wird dann richtig hart. Das könnten wir noch nicht haben. Habe ich jetzt einfach mal so gedroppt? Keine Ahnung. Oh! Das ist... Alter, das hätte ich nie gedacht. Es geht für... Also, ich habe keine Ahnung. Ich erkenne die Fahrzeuge nicht. Für mich geht das nur über diese Parkplätze. Das ist meine einzige Chance. Hallo? Hallo? Darf ich da bitte einsteigen? Hallo? Er will da nicht einsteigen. Ist das ein toter Spot oder was ist das? Da will er einsteigen, oder? Das geht.
Und wenn ich die Karre aus ihrem Dings schiebe, kann ich da jetzt einsteigen? Weil ich sie aus diesem toten Spot rausgeschoben habe? Ich glaube, jetzt geht's. Weil sie nicht mehr da steht. Es liegt also nicht am Auto. Auf einmal ist das eins. Alter, dann dreh ich durch. Nee. Buff. Weg mit... Ah, what? Heilige Scheiße, kannst du deinen Hut aufheben? Sehr gut. Good boy, Baba. Okay, das ist ein richtig geiler Parkplatz. Obwohl, den muss ich mir merken. Oh gut, den sieht man sogar sehr gut auf der Karte. Heilige Scheiße, ist der groß. Also das ist ja ein Paradies. Also ich glaube, ich habe damals sogar einen kleineren Parkplatz genutzt für das. Das ist ja ein richtiges Paradies. Hier stehen ja so viele Autos. Heilige Scheiße, guckt euch das an. Hier stehen auch noch ganz viele tolle Autos. Da vorne ist nochmal ein Cabrio. Ich weiß nicht, fehlt mir noch ein... Ich glaube, das Cabrio habe ich schon. Ja, das ist ja wohl nicht so hässlich wie so ein LKW oder was. Das ist doch ein geiles Auto. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich gehe die noch kurz durch, die Autos. Und wenn die dann durch sind, dann... Joa, dann... sind wir hier durch. Also ich bin ja zufrieden mit der Ausbeute. Wir haben alle Wahrzeichen geschafft. Wir haben alle Straßenverbrechen bis jetzt geschafft. Also von daher... Vielleicht kriegen wir noch die 82, das wäre richtig geil. Das könnte es zum Beispiel sein. Ah, schade. Da gibt es noch Autos, da. Boah, ist ein gigantischer Parkplatz. Ich meine, solange es nur das ist, ist es ja noch chillig. Einfach nur einsteigen auf gut Glück, manchmal kriegt man eins. Aber irgendwann sollte ich dann schon gezielter an die Sache rangehen. Ich kann... Vielleicht gibt es ja sogar feste Spawnpunkte für die Autos. Aber ich glaube, für die meisten wird das nicht zutreffen. Ich meine, klar, für so Polizeiautos und so, safe, findet man die irgendwo. Das Auto nehme ich noch hier. Das ist das letzte. Und dann war es das für heute. War ja sehr erfolgreich. Gute Trophäen, Wahrzeichen, Straßenverbrechen und nochmal einige Fahrzeuge bekommen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns doch dann in der nächsten Folge wieder.